eure Windkraftanlage, die sieht irgendwie ziemlich anders aus. Weil die heutigen Windkraftanlagen nicht so wirtschaftlich sind. Ladestation, Park an der Autobahn, dann ein paar Meter entfernt einer von euren Anlagen steht. Da muss man nicht nur an die einzelnen PKWs denken, sondern auch künftig an LKWs. Alexander, es gibt Leute, die haben Benzin im Blut. Steve und ich, wir haben Strom im Blut und du hast Wind im Blut. Ja, ich habe ein Teil meines Bluts ist voller Wind und die andere Hälfte ist voll mit Fliegerei. Mhm. Von Haus aus bin ich Flugzeugmechaniker und dann über mein Studium in die Windenergie gerutscht. Ich habe gelesen, Luftfahrtingenieur, richtig? Das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin war also der Anstoß, der erste Kontakt zur Windenergie. Ja. Dann solltest du dich ja hier oben auch wohlfühlen, über den Dächern von Kleinmachnow. Wir haben ein bisschen Wind, also ihr werdet das vielleicht ein bisschen hören. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und bei mir ist Alexander. Und Alexander, das seht ihr schon, der hat irgendwie, wenn man sich seine Webseite von seiner Firma anschaut, irgendwie hat man das Gefühl, nichts anderes vor, als die Windenergiegewinnung oder die Umwandlung von Wind in Strom mal eben zu revolutionieren, oder? Revolution sind große Worte, aber die Bedarfe an grüner Energie, die zuverlässig ist und bezahlbar ist, die sind schier unermesslich und wir merken, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schleppend vorangeht und wir haben das Thema Windenergie quasi von hinten gedacht und gesagt, was muss am Ende rauskommen und was muss man am Anfang richtig machen, damit am Ende zuverlässiger, das heißt immer, fast immer verfügbarer grüner Strom herauskommt. Da sind wir dann bei der Lösung mit den Enerkites gelandet. Aber eure Windkraftanlage, die sieht irgendwie ziemlich anders aus. Was ist die Idee dahinter? Was wollt ihr anders machen? Na, das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Man entzieht dem Wind einen Teil seiner Energie, bremst den Wind ab. Mhm. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad tun. Und diese Energie kann man wandeln. Und wir nutzen die Energie dort, wo der Wind kräftig weht. Das ist nicht am Boden. Ja. Da ist er eher, auch wenn das hier so stark weht, das ist noch gar nichts. Wenn wir nach oben kommen in Richtung 200 Meter, dann haben wir sehr schnell die doppelte Windgeschwindigkeit als dort, wo üblicherweise die Windräder heute drehen. Und mit der doppelten Windgeschwindigkeit haben wir den achtfachen Ertrag. Der eigentliche Clou ist jetzt nicht auf diese Größe zu erreichen. Da gab es auch schon früher Konzepte mit großen Türmen, sondern diese Höhe zu erreichen mit einer Anlage, die am Boden eigentlich einen Generator hat und die dann die Höhe erreicht, indem sie schlichtweg eigentlich quasi dann über ein Seil diese Höhe erreicht. Und so ein Seil wiegt halt nichts. Und es spart halt Stahl und Beton im Fundament. Und muss aber dann zuverlässig über der Steuerung vom Boden aus in unserem Fall kontrolliert werden. Also wenn ich jetzt meinen Kinderdrachen steigen lasse, dann spüre ich ja diese Kraft, die ich an den Händen fühle, durch die Leinen durch. Aber das ist ja jetzt eine statische Geschichte, da kann ich keinen Strom erzeugen. Um Strom zu erzeugen, muss ich irgendwas bewegen. Mhm. Man muss irgendwo, keine Ahnung, ja, wenn auch irgendeine Art Generator haben. Wie muss ich mir das bei dem System dann vorstellen? Ja, das ist absolut richtig. Ne? Kraft mal Geschwindigkeit, das ist die Leistung. Auch beim Auto übrigens. Wenn ich die doppelte Geschwindigkeit fahre, dann brauche ich auch entsprechend mehr Kraft, um das zu realisieren. Und in unserem Fall ist es die Seilkraft durch den Generator selbst, der dieses Seil auf einer Trommel aufgewickelt hält, gesteuert wird. Mhm. Also der Generator kontrolliert die Drehgeschwindigkeit und lässt das Seil langsam raus. Bei diesem langsamen Rauslassen fliegt der Kite aber quer zum Wind und hat dann so wie beim Kitesurfen oder auch wie beim Windrad, was quer zum Wind sich ja bewegt, als Blattspitze, sehr hohe Kräfte. Und das heißt, durch das Rauslassen des Seiles während des achten Fluges wird Strom erzeugt am Boden. Und das ist natürlich endlich. Irgendwann ist das Seil am Ende und dann geht es darum, einen Kite zu haben, der nicht irgendwie umständlich irgendwie wieder zum Anfang kommt, sondern unsere Konstruktion bei Enerkite kann im direkten Sturzflug wieder auf die Basishöhe kommen. Nicht ganz nach unten, nee, sondern die Basishöhe liegt dann so bei 80 bis 100 Metern und geht dann wieder hoch auf 200 bis 300 Meter. Das heißt aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Stromerzeugung dann doch nicht kontinuierlich.
Weil ihr müsst ja, wenn wir runtergehen, wird es keinen Strom geben, oder? Genau, genau. Das ist in ungefähr 10 Sekunden, wo die Anlage dann den internen Speicher nutzt, um den Strom, der dort gepuffert wurde, weiterhin abzugeben. Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Anlagen zu orchestrieren. Mhm. Aber das einfachste Prinzip ist eine Anlage mit einem internen Pufferspeicher, ja, der dann dafür sorgt, dass der Strom gleichmäßig abgegeben wird. Was für eine Leistung muss ich mir da vorstellen? Also wir haben neulich hier, Steve hat ein Video gemacht bei einer Windkraftanlage in der Nähe hier, die hat jetzt 5,7 Megawatt. Mhm. Eine Anlage, da könnte ich jetzt sagen, super, wie muss ich mir das vorstellen? Na, wir fangen klein an. Mhm. Die Geschichte hat gezeigt, dass technische Innovationen relativ viel Neues bringen und dass man dann sinnvollerweise in kleinen Schritten vorangeht. Die Windenergieanlagen der 80er Jahre hatten 20 bis 30 kW, etwa so wie unsere heutige Demonstrationsanlage. Der nächste Schritt ist eine Anlage im Bereich 100 kW. Das zählt in vielen Ländern noch als Kleinwindanlage und hat dann auch vereinfachte Verfahren in Richtung Genehmigung und lässt sich sehr gut einsetzen, wenn der lokale Bedarf in etwa auch in dieser Größenordnung ist. Also die ersten Schritte und die ersten Produkte von Enercal sind nicht dazu da, Strom ins Netz im Rahmen von Windparks einzuspeisen, sondern den Eigenbedarf von Endnutzern in der Landwirtschaft, in der E-Mobilität, im Bereich Bergbau, Mining, Ersatz von Pumpen zum Beispiel, die heute noch mit Dieselgeneratoren betrieben werden. Das kann so ein Container. Auch in einem kommunalen Kontext kann man sich das vorstellen. Der Machno hat nun mehr als 200 Haushalte, aber ein Container könnte den Strom von 200 Haushalten versorgen. Kann ich mir das so vorstellen, vielleicht in der Perspektive, dass an irgendeiner Schnellladestation, Park an der Autobahn, dann ein paar Meter entfernt einer von euren Anlagen steht? So gedacht, wäre das möglich? Ja, man muss ja das Bild jetzt sehen. Also die Herausforderung Ladeinfrastruktur ist eine der größten in der Mobilitätswende. Und wir sehen natürlich, dass entlang der Magistralen schon große Stromkabel gelegt sind vorgesehen, auch neben der Autobahn, um jetzt eine Raststätte an der A9 zu bespeisen. Da muss man nicht nur an die einzelnen PKWs denken, sondern auch künftig an LKWs. Aber grundsätzlich kann eine so eine Anlage bis zu 50 Fahrzeuge mit einer Reichweite von 200 Kilometer pro Tag bespeisen. Und das ist dann vor allem dort interessant, wo heutige Stromleitungen gar nicht vorhanden sind. Ja, darauf wollte ich nämlich oder man einen Umrichter einsetzen muss. Das sind Investitionen in Millionenhöhe. Und man weiß noch gar nicht, wie sich die Mobilität wirklich entwickelt, also mit großen Risiken. Und der Vorteil dieser Anlage ist, man kann sie wirklich in sehr kurzer Zeit platzieren. Sie kann dann autark, also ohne Netzanschluss, eine Betankungslösung darstellen. Und wenn die Situation sich ändert oder mehr Bedarf ist, stellt man Anlagen dazu oder nimmt sie weg und stellt sie woanders hin. Also ist eine flexible Lösung als, ja, wir sagen, eine autarke Schnellladestruktur, Infrastruktur. Hier in Brandenburg gibt es jede Menge Windkraftanlagen und entsprechend groß ist auch so der Vorbehalt gegen Windkraftanlagen. Also die Widerstände, die sind nicht nur hier, aber gibt es auch in Brandenburg. Die würden die Landschaft verschandeln und man müsste so viel Wald abholzen, um die da vielleicht noch in die Wälder zu stellen und da tausende Tonnen Stahl und Beton irgendwie hinzustellen. Ist es eine Vision, den Himmel, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, voller Geiz zu haben? Ich würde die Vision anders ausdrücken. Also ich meine, heute muss man sich ernsthaft hinter jede vorhandene Lösung stellen und mit Nachdruck dafür sorgen, dass das, was da und was möglich ist, auch gemacht wird. Das heißt, wir sind nicht in Konkurrenz, sondern wir sind hier in Ergänzung zu der Lösung und wir können vor allem mit Enercal auch Standorte erschließen, an denen die heutigen Windkraftanlagen nicht so wirtschaftlich sind, weil sie einfach, weil die Installation eines 200 Meter hohen Turms zum Beispiel einfach in keinem Verhältnis steht zu dem dann doch verhältnismäßig schwachen Wind. Und der Aufwand ist halt sehr, sehr groß. Da würden wir künftig dann Anlagen sehen wollen. Wir sehen aber auch, dass natürlich die Natur, also das Wesen von so einer Anlage ist was anderes. Das ist kein Bauwerk. Ich meine, das Bauwerk steht hier am Boden und hat keine Größe. Das ist ein Euro-Container? Das ist ein 20-Fuß-Container mit einem Aufbau, das man eigentlich mit einem Highcube komplett verdeckt noch ein Standardschiff in jeden Winkel der Welt transportieren kann. Das ist betrieblich. Was wir machen, heißt, wenn Bedarf ist, dann sind wir in der Luft.
Okay. Und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Ich meine, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir bestimmte Bauwerke sehen, den Schäferbergturm, auch die Windräder. Die stehen aber auch noch da, wenn erstens der Strom gar nicht mehr gebraucht wird, weil einfach zu viel Strom im System ist, zum Beispiel durch Solar mittags. Oder aber auch, weil die Bedarfe gar nicht da sind. Am Wochenende verbrauchen wir weniger Strom als in der Woche und nachts auch weniger ein bisschen als am Tage. Und das kann man mit so einem Betrieb, mit so einem Ähnlichkeit ganz anders machen. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht den Himmel voller Drachen sehen als Vision, sondern wir möchten eine sinnvolle Ergänzung haben, die sich an den Bedarfen orientiert. Also braucht es gerade Strom, dann bitte steig auf. Ja. Und die aber so wenig sichtbar sind, deswegen auch das voll nicht. Diese Flügel sind halt kaum noch wahrnehmbar in 200 Meter Höhe, weil man die Struktur dazwischen nicht hat. Und das gibt also ein neues Bild. Am besten ist es doch, wenn so unsichtbar wie der Wind ist, auch die Drachen weitgehend unsichtbar sind. Jetzt hast du ja gesagt, der Hauptvorteil eurer, oder einer der vielen Vorteile eurer Anlagen ist, ihr könnt sehr hoch, höher als die klassische Windkraftanlage. Und ihr nutzt dort die Winde, die da oben sind. Jetzt hört man ja immer wieder, im Zuge des Klimawandels haben wir ein Problem mit stetigen Winden, die teilweise zusammenbrechen und wochenlang überhaupt kein Wind geht, auch nicht in der Höhe. Ist das ein Problem? Also ist es wirklich so, dass in der Höhe, also 200, 300 Meter, der Wind wirklich so viel kontinuierlicher und stärker weht als 100 Meter weiter drunter? Weil die klassischen Windkraftanlagen sind ja heute Flügelspitze so bei 150, 160, 180 Meter. Die Frage ist total berechtigt. Es gibt Untersuchungen über die Windprofile. Wir haben das auch bei der Entwicklung unserer Konzepte sehr, sehr genau angeguckt. Vor allem auch am Anfang denkt man natürlich Jetstream, 10 Kilometer, stetig, immer Wind. Aber auch das ist alles sehr relativ. Also die technische Lösung ist nicht immer die, wo der Wind am stärksten ist, sondern die technische Lösung ist die, die auch wirtschaftlich funktioniert, indem man eine optimale Höhe eben wählt. Wenn man tagsüber nach oben geht, ist die Luft meistens gerade an solchen Tagen wie heute tagsüber sehr relativ stark durchmischt. Also ich würde sagen, an so einem Tag lohnt sich nicht der Aufstieg nach oben, aber wir haben auch einen guten Wind. Da kommt es viel mehr darauf an, dass man ein System hat, was auch schon bei wenig Wind volle Leistung liefert. Okay. Und das ist eine ganz wichtige Designentscheidung in der Kaltwindkraftanlage. Die Höhe ist das eine, aber die Entscheidung, das Segel, das leichte Segel, groß genug zu bauen, sodass man die meiste Zeit volle Leistung hat. Okay. Und das unterscheidet uns von den klassischen Windkraftanlagen und damit auch von der Thematik der Prognose und der Zuverlässigkeit der Windvorhersage. Weil die Windräder, die man heute baut, die sind oft in einem Teillastbetrieb. Wir kennen das vom Autofahren ja die ganze Zeit. Ne? Wir haben so quasi am besten unsere Nenndrehzahl. Wenn wir auf der fahren, sind wir auch im Wirkungsgrad sehr gut. Und so, wenn der Wind dann abfällt, und das ist oft der Fall, dass der Wind eben unter 12 Meter pro Sekunde ist, unter 14, das war früher die Auslegung, da hat man dann nicht die volle Leistung, sondern nur so einen Bruchteil. Und das schwankt dauernd. Und mit jeder Schwank, und dann geht es hoch und runter. Und das ist Volatilität. Volatilität des Windes überträgt sich auf die Volatilität des technischen Wandlers. Ja. Wir machen das hier beim Kite so, dass wir die Auslegungswindgeschwindigkeit eben nicht bei 12 oder 14 Meter pro Sekunde legen, sondern wir legen das System so aus, dass es bei 8 bis 10 Meter pro Sekunde volle Leistung liefert. Und die haben wir im Schnitt in 200 Meter Höhe mehr als die Hälfte des Jahres hier in Brandenburg definitiv. Und wir nehmen uns auch nicht gegenseitig den Wind so stark weg. Na, also wir könnten also auch über den Blattspitzen der heutigen Windräder noch genug Wind ernten, ohne dass wir den Wind anderen Teilnehmern im Energiegeschäft gleich wegnehmen. Gerade zum Beispiel bei der Tesla-Fabrik und bei vielen, vielen anderen Dingen immer das Thema Genehmigung. Ja. Ich glaube, um eine normale Windkraftanlage zu bauen, braucht es irgendwie 10 Jahre, so ungefähr gefühlt, keine Ahnung. Jedenfalls viel zu lange für die Energiewende. Wie ist das Thema bei euch mit den Genehmigungen? Der zentrale Ansprechpartner für die Genehmigung in unserem Fall ist die Oberste Luftfahrtbehörde. Wir sprechen da mit den erfahrenen, kompetenten, prozessorientierten Denkern und Entscheidern, die
die Auflassung von Drachen genehmigen müssen. Aber gleichzeitig prüfen die bei der Genehmigung, entstehen Risiken für den Luftverkehr, entstehen Risiken für die Menschen und die Werte am Boden und werden alle Gesetzesvorschriften eingehalten. Das heißt, wir sehen uns den gleichen Gesetzesvorschriften konfrontiert wie die klassische Windenergie, haben aber von der Größe der Anlage jetzt nicht den gleichen Genehmigungsaufwand wie für eine Megawatt-Anlage. Und was sich jetzt im Grunde genommen auch als Gunst der Stunde erweist, ist, dass zunehmend Deutschland ausgerüstet wird mit Transponder-Systemen und Radarsystemen, die Luftfahrzeuge erfassen. Und dann ist es halt so, wenn der Innerkeit in voller Höhe kreist und es kommt ein Luftfahrzeug und wird detektiert, beim klassischen Windrad wird dann die Befeuerung, das Licht angeschaltet und in unserem Fall brauchen wir gar keine Lichter. Ihr zieht ein. Wir ziehen dann die Anlage auf unter 100 Meter zurück. Im Grenzfall kann man auch landen, wenn zum Beispiel ein Rettungseinsatz im Hubschrauber geplant ist oder so, sich anbahnt, wird das System geparkt und startet wieder, wenn der Luftraum frei ist. Das heißt, wir haben in Richtung Akzeptanz nicht nur das Thema, dass wir kaum wahrnehmbar sind in der Luft, sondern dass wir auch nicht diese zusätzliche Beleuchtung brauchen, um das Ganze als Hindernis zu markieren. Ganz kurze Frage noch, beziehungsweise Frage und ganz kurz bitte um eine kurze Antwort. Schlagworte fällt mir gerade noch ein. Lärm und Vögel. Sind die oft die Showstopper für Windparks und Windprojekte. Wir haben in jedem unserer Projekte quasi die Aufgabe, das zu beobachten. Lärm, ich war erst vor 2 Tagen wieder auf dem Feld, habe die 5. Generation unserer Trainer-Kites bestaunen dürfen und ich war überrascht, wie leise die sind. Wirklich, man kann so Kites sehr leise bauen. Und wichtig ist, dass da nicht viele, viele kleine Fäden dran sind, so Leinen wie bei einem Gleitschirm. Ja. Und dass man also die Struktur sanft oder straff baut. Und die Geschwindigkeit von einem Kite, wenn er so ausgelegt ist wie einer Kite, ist nur halb so hoch wie die Blattspitze eines Windrades. Und wer sich mit Schall auskennt, der weiß, dass der Schallpegel, der Schalldruck mit der 5. Potenz steigen kann. Insofern ist also ein leiser Flug, der auf niedrige Windgeschwindigkeiten ausgelegt hat, auch ein langsamer Flug ist auch ein leiser Flug. Ihr habt schon Projekte in Naturschutzgebieten, Natura 2000 schreibt diese bestimmte Vogelschutzzonen aus, die sind zurzeit ein No-Go. Wir wählen aber Standorte bewusst auch in der Nähe von Vogelschutzgebieten aus, um genau das Verhalten eigentlich auch zu beobachten. Bisher gab es keine Konflikte, auch keine wahrnehmbare Scheuchwirkung. Aber hier stehen wir mit den Betriebserfahrungen, die wir haben von ein paar tausend Stunden, das ist ja nicht viel, noch am Anfang. Also beobachten wir das die ganze Zeit mit und können auch in dieser Anlage eben Rücksicht darauf nehmen, dass Vogelzug stattfindet. Auch dann kann man den Betrieb anpassen. Alexander, zum Schluss, ich habe auf eurer Homepage gesehen, ihr habt gerade ein Crowdfunding-Projekt. Kannst du uns dazu noch ganz kurz was sagen? Wobei ich dazu ganz kurz sozusagen als Disclaimer davor sagen muss, das ist jetzt von uns aus keine Empfehlung. Ihr wisst, das machen wir nicht, wegen Risiken und so weiter. Aber trotzdem ist es vielleicht für den einen oder die andere von euch interessant, denn ihr könnt euch jetzt bei Enerkite beteiligen. Ja, das ist definitiv so. Das geht nicht nur bei Crowdfunding so. Wir haben teilweise auch Kunden, die gesagt haben, eigentlich eine interessante Anlage, würde ich mir sogar kaufen. Aber vielleicht investiere ich sogar, dann ist die Rendite wahrscheinlich sogar noch höher, als wenn ich die Anlage kaufe und im Eigenbetrieb habe. Beides geht, wobei wir zurzeit also die Anlagen selbst und die Projekte nur wirklich mit gezielten Kunden machen. Das heißt, wenn man Teil von Enerkite sein möchte, ist heute die beste Möglichkeit, sich als quasi Eigenkapitalsgeber zu beteiligen. Das läuft nicht so wie in Amerika über Aktien. Das verbietet der deutsche Markt, aber wir haben ein Beteiligungsangebot, was sich sehr ähnlich wie eine Aktie anfühlt. Man kann virtuelle Anteile vom Unternehmen erwerben und es geht ab 350 Euro los. Das ist ja sozusagen ein Anteil in der Firma, den man dann hat. Und das ist eine wichtige Komponente geworden, weil die Bankenfinanzierung nicht funktioniert. Diese Banken sind risikoaffin und selbst die Investmentfonds, die heute auch in Technologiefirmen investieren, die haben so ganz dedizierte Trends, in die investiert werden. Es ist super schwer, mit so einem etwas off-the-trend-Topic wirklich eine substanzielle Finanzierung zu bekommen.
wir glauben das trotzdem, dass wir es erreichen werden. Zurzeit haben wir ja fast über eine Million über Schwarmfinanzierung eingeworben. Und das ist ungefähr ein Viertel von dem gesamten Eigenkapital, was wir eingeworben haben. Okay, könnt ihr euch angucken. Alles auf der Homepage www.enerkite.de. Schaut einfach mal rein, wenn euch das weiter interessiert. Alexander, dir sage ich schon mal ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Abend hier die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt ordentlich durchgeschwitzt. Der Steve, der kann auch kaum noch, der schwitzt auch aus allen Poren. Der hält ganz einfach noch die Kamera. Wir kriegen die Temperatur mit Enerkite wieder auf maximal 1,5 Grad plus. Insofern sind wir da auf dem richtigen Weg. Und ich denke, wir reden heute über Mobilitätswende, wir reden über die Energiewende. Die Wärmewende steht noch bevor. Alles muss zusammenpassen und ich denke, es ist wichtig, dass man alle Elemente des zukünftigen Energiesystems mit im Blick hat. War mir eine Freude, dabei zu sein. Vielen Dank. Auf jeden Fall ist es heute die Wärmewende deutlich zu spüren. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig, ihr wisst das, was jetzt kommt, ein Abo da und einen Daumen nach oben. Alles klar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne wie immer einen Daumen nach unten geben und schreibt dann aber bitte noch in die Kommentare, was ihr nicht gut fandet. Und ansonsten machen wir das so, wir beobachten eure Kommentare mit großem Interesse und wenn es so viele Nachfragen gibt, dann werden wir bei Alexander auch nochmal irgendwie nach einem Update fragen. Jederzeit sehr gerne. Und wer der Meinung ist, er kann in seiner Gemeinde zukünftig Elektroautos mit Enerkites laden. Wir sind immer noch auf der Suche, nicht nur nach Investoren, auch nach Standortgebern. Möglichst in einem ganz klaren Kontext. Besitz der Fläche ist da und ein Strombedarf von ungefähr 200 bis 300 Megawattstunden im Jahr. Dann sind wir mit an Bord und gucken euch uns auch wirklich ein konkretes Projekt mit euch gemeinsam an. Wir können ja mal beim Bäcker Türen anfragen. Es gibt Bäcker, die Elektrotankstellen machen. Und das wird eine ganz andere Art von Mobilität sein. Und wenn man dann mit diesen Kites auch noch spielen kann, ich meine...